So, Freunde, willkommen zurück. Heute will ich euch mal so zeigen, wie man Burger erstellt. Ich habe da schon ein paar Sachen vorbereitet. Ein bisschen Fleisch, Filet, Honig und Parmigiano-Beeren. Dann gehen wir zu dem kleinen Dreibein. So, da packen wir mal die Zutaten rein, wie man das haben will. Für dieses Burger habe ich 4-mal Filet, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-mal Fleisch. Honig packe ich noch ein paar rein, 3 Stück. Und Major Bern. Nehmen wir mal 10. So. Jetzt meine Notizen, eine Blanko-Notizen und dann in die Mitte kann man auf Rezept erstellen. Man kann seinen Burger designen, wie man möchte. Das machen wir, glaube ich, heute nicht so komplett. Das spielt keine Rolle. Man kann auch unten reinschreiben, was für ein Burger das ist. Und den Burger, den ich gemacht habe, gibt einfach sich so um die 80 Nahrung. Das heißt, wenn der Magen leer ist und das nicht gelevelt ist, aber der Magen auf einmal wieder voll. Das kann man im Dreibein erstellen. Man kann es aber auch im Industriekocher machen. Das Dreibein funktioniert nicht so ganz richtig. So. Im Industriekocher, wie immer, einfach alles reinstopfen, was man hat. So. Alles da rein. Rezept auch rein. Anmachen. Und schon macht ihr Burger. Den Vorteil von Burger ist, der hat eine Haltbarkeit von 2 Tagen. Und die Erstellung ist nicht kompliziert. Ich hoffe, dass es euch interessiert hat. Und ihr seht ja bei mir unten, ich war komplett leer und es füllt sich. Nonstop. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.